Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Ford Racing 2. Ich habe jetzt mal hier ganz erstklassig die Hintergrundmusik eingeführt. Also eigentlich gar nicht. Ich habe einfach einen Musikplayer im Hintergrund laufen, der halt abspielt, während ich hier spiele. Da hört man das. Wir haben letztes Mal die Legenden auf Rädern geschafft, aber noch keinen auf schwer. Jetzt geht es weiter mit den Filmstars. So, hier haben wir Ideallinie und wenn ich mich nicht ganz täusche, hoppala, haben wir Ideallinie hier schon. Oh, oh, fuck. Wir müssen Ideallinie wirklich auf schwer starten. Ob das so funktioniert, weiß ich nicht. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall gute Hintergrundmusik. Man darf gespannt sein. Ich hoffe mal, dass es von der Lautstärke her passt. Nein, tut es nicht. Tut es nicht. Option. Ah, verdammt! Scheiße. Audio. Ich mach's mal so. So, jetzt dürfte es von der Lautstärke her passen. Oh shit. Meine Zeitstrafe wird schon höher. Das hier ist schwer, ne? Oh, fuck. Geh auf die Linie zurück. 1,45 ist unser Ziel. Oh, oh. Oh, shit. Oh, was ist das denn? Alter, was ist das denn für eine Strecke? Okay. Aber wir können es schaffen. Ich habe endlich wieder ein Overlay. Ich nehme jetzt dieses Spiel mit die X-Ray auf. Dadurch habe ich ein Overlay. Oh, oh, das zählt nicht als rot. Das finde ich super. Oh, das zählt aber als rot. Ups. Ich sehe die Linie nicht. Hilfe! Ich glaube, das könnte die erste Mission werden, die wir verkacken. Dann müsste ich sie auf Mittel nochmal machen. Aber es... Ja, ich guck mal. So. Bis hierhin ist es... gut, was ich tue. Aber wir haben halt einfach schon 1,20, also schwierig. Oh nein, das wird sauknapp. Das wird sauknapp. Scheiße. Finish. Das reicht nicht, oder? Doch. Alter, wie knapp. What the fuck, ey. Richtzeit 1,45,59. Und wir haben 1,44,91. Alter! Yeah, it's a new record. Neuer Rekord, geil! Sie haben dieses Fahrzeug gesammelt auf schwer. Eine neue Strecke haben wir auch freigeschaltet. Sowie zwei... Ach, welche möchten Sie freischalten? Ich kann eine von beiden kann ich freischalten. Den F350 XLT Sport auf Standardracen Ghost Town oder KO Great Falls. Das kenne ich noch nicht, da schalten wir das frei. Alter, what the fuck, ey, das war schwer. Das war wieder falsch, verdammt. Ah, okay. So, die Sekundenjagd, haben wir die schon mal gespielt? Sieht nicht so aus, Sekundenjagd ist was Neues, hä? Nope. Okay, Sekundenjagd ist was Neues, dann spielen wir die auf Mittel. Wir versuchen es mal auf Mittel. Ich will nicht immer mit leicht anfangen. So, sammeln Sie die Zeitboni ein, um Ihre Rundenzeit zu verkürzen. Können Sie genug Boni sammeln, um Ihre Rundenzeit unter das Limit zu bekommen? Ja, Mittel schaffe ich schon bestimmt. Irgendwie geht schon. Währenddessen haben wir heiße, schmissige Musik im Hintergrund. Okay. Bis hierhin sieht's machbar aus. Das ist die Strecke, die wir gerade schon gefahren haben, ne? Okay. Nee, das ist eine andere Strecke. Nee, das ist keine andere Strecke. Hallo? Alter.
Ja, den nehme ich jetzt nicht mit, weil die Sekunde, die, nee. Aber okay, das ist eine hübsche Idee. Oh, das war knapp. Das war dumm. Aber das ist eine interessante... Also die Ideen sind echt gut. Und die Strecke ist aber irgendwie das erste... Also ist schon mal gesehen. Verstehe ich nicht, wieso es da jetzt nochmal dieselbe Strecke gibt. Wird schon einen Grund haben. So. Sind wir bei 31. Oh Gott, das wird echt sauknapp. Ja, da habe ich jetzt nicht bremsen wollen, weil das kostet ja alles Zeit. Das ist ja das Problem beim Bremsen. Oh, den hätte ich auch mitnehmen müssen. Fuck. Oh, das schaffen wir nicht. Schaffen wir das? Oh, wir schaffen es. Geil. Haha. Auf Mittel ist das auf jeden Fall möglich, okay? Aber scheinbar ist schwer wirklich das, was mich fordert. Und yeah, wir haben einen Car Collected. Die Sekunden hier auf der Jagd haben wir auch freigeschaltet. Geil, ey, sind wir awesome. Die Musik ist geil. Ein Standardrennen. Ich glaube, ein Standardrennen müssen wir sogar schon auf schwer machen, ne? Weil das auch Standardrennen sind. Ja. Standardrennen muss jetzt schwer werden. Ja. Und währenddessen läuft die nächste geile Hausmusik. Also die Musik, die da jetzt im Hintergrund läuft, das ist wirklich die Musik, die im Spiel mitkommt. Wie gesagt, ich habe da jetzt einfach ein... Ja, ich habe FUBA, habe ich laufen. Also es ist sowas wie der Windows Media Player. Und der spielt halt jetzt alle Lieder ab, random, die halt in dem Spiel vorkommen. Naja, besser geht's halt leider nicht, sorry. Let's race, my friends. Let's roll and race. Und Ziel ist es hier jetzt Erster zu werden, nach wie vielen Runden? Keine Ahnung, 3, okay. Boah, heiße Karre. Wir sind jetzt auf schwer, ne? Oh, fuck. Das könnte ganz schön schwierig werden. So, lasst mich alle mal schön durch. Oh, fuck. Das war keine gute Idee. Das war nicht so gut. Oh, fuck. Die hängen mich ab. Alter, nein. Stopp. Ey, die hängen mich ja echt ab. Fuck. Okay, schwer ist nicht so einfach, wie ich gehofft hatte. Also in Total Immersion Racing wäre das hier alles kein Problem gewesen. Da wäre ich locker weggezogen hier. Aber Ford hat tatsächlich eine Schwierigkeit. Okay. Ein überholt. Zwei überholt. Drei überholt. Den nicht erwischt. Scheiße. Ah. Schade. Wenn ich den hier erwischt hätte, dann hätte ich ihn rausgedrängt und mich dafür in die Linie gebracht. Schade. Oh, hoppala. Okay. Wir haben Chancen, aber es ist echt schwer. Es ist tatsächlich nicht so einfach wie Total Immersion Racing. Und der zieht an... Wieso ziehst du an mir vorbei, mein Freund? Bleib mal schön da weg, mein Freund. Weil ich muss da jetzt um die Kurve. Arschloch. Du Penner! Nein, bleib weg! Ey, shit, ey! Alter, die hängen mich ab! Das gibt's ja gar nicht. Da muss man ja echt gut fahren. Und warum ist der schneller als ich? Hallo? Warum ziehen die alle an mir vorbei? Haben die stärkere Autos oder was? Das kann ja gar nicht sein. Lass mich mal vorbei, bitte. Hallo? Ja, okay. Einer schiebt an. Der andere nervt, indem er innen bleibt. Alter, ernsthaft? No. Ich fahr hier weiter, ich fahr weiter, ich fahr weiter, ich fahr weiter, ich bleib dran, ich bleib dran, ich bleib dran, gib Gas, gib Gas, gib Gas, zieh du Kerl! Zieh! Ja,
Das ist echt ganz schön schwer. Alter, ich komme ja überhaupt nicht hinterher, ey. Ja, und die ziehen wieder. Die ziehen wieder. Wieso auch immer die ziehen. Ja, ja, leck mich, ey. Lass mich durch. Du bist der größte Affe der Welt, ey. Das kann ja echt nicht sein. Oh, scheiße. Jetzt habe ich es verkackt. Ah, fuck. Alter, ich verliere das. Ich meine, okay. Oh, fuck. Ja. Ja. Jetzt habe ich mich gedreht. Jetzt verliere ich. Ach, shit. Ja, das brauche ich nicht mehr zu versuchen. Schade. Aber das hier ist wohl auch schwer, einfach zu schwer für mich. Muss ich ehrlich sagen, hätte ich nicht damit gerechnet, dass das so hart loslegt. Kann aber auch einfach dran liegen, dass ich ja, einfach hier im Moment gar nichts hinkrieg. Alter, wie sie wegziehen, ey. Hätte ich nicht gedacht. Das wird noch einige Zeit dauern, bis ich das auf schwer durch habe. Und soweit ich das verstehe, ist wohl scheinbar leider echt so. Okay. Also auf keinen Fall aufs Gras fahren. Das ist eine ganz schlechte Idee. Ja, erster werde ich hier nicht mehr. Schade. Auf keinen Fall aufs Gras fahren. Das ist eine ganz schlechte Idee. Das sollte man niemals tun. Oh, das war schön. Hätte ich das doch nur am Anfang gemacht. Ey, sang- und klanglos letzter. Sie sagt gar nichts, die Stimme im Hintergrund. Boah, ey. Oh yeah, ich hab den Record geschattert. Alter, ist das böse. Okay, eine Schwierigkeitsstufe leichter. In der Hoffnung, dass es dann easy geht. Mit cooler 70s Musik. Ja, das muss man halt versuchen. Vielleicht rocke ich es jetzt auch auf Mittel. Aber die ziehen halt jetzt schon von mir weg. Ich glaube, die sind vom Auto her, sind die, glaube ich, einfach schneller. Ja, oder auch nicht. Oh. Na, es ist ganz schlecht, dass ich hier außen bin. Wer bremst, verliert, mein Freund. Alter, verpiss dich rechts von mir! So, Kurve immer innen nehmen, außer nach der Kurve kommt eine, wo man außen ist, wenn man sie innen nimmt. Okay, auf Mittel ist das kein Problem. Ja, ich versuche später nochmal auf schwer. Aber krass, wie hart die Schwierigkeit ist, ey. Und der Zug ist immer noch saugeil einfach nur. Oh shit, oh shit. Ich darf nicht so stark bremsen. Ich darf auf keinen Fall so stark bremsen. Das funktioniert nicht. Ja, die Strecke werde ich noch ein paar Mal üben müssen, bis ich sie wirklich rock, weil wenn die auf Mittel so nah an mir dran sind, dann sind die auch schwer definitiv vor mir zu dem Zeitpunkt. So, hier schön ziehen. Ja, zumindest auf Mittel gewinnen wir das Ding. Und dann müssen wir das nächste wieder auf schwer fahren, wenn wir hier jetzt auf Mittel gewinnen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Das mit dem schnellen Rundenfahren muss man halt üben. Hier wäre echt mal eine Ideallinie sehr gut. Die könnte ich mir auch mal merken. Weil hier bin ich echt nicht gut auf dem Teil. So, dann donnern wir hier durch. Hier kann man relativ schön ohne großen Lenkaufwand durchdonnern. Das ist sehr gut, weil da haut man den Leuten ab. Aber Alter, was ist das für ein Unterschied zwischen schwer und mittel? Das ist ja irre. Da bin ich einfach schlecht gefahren. Also ja, ich weiß, dass ich schlecht gefahren bin. Aber, what? Seriously? Okay, das darf niemals passieren. Die Kurve habe ich falsch genommen. Die Bremssporen sagen, ich habe sie schon mal falsch genommen. Das darf niemals passieren. So, jetzt fahren wir hier.
Zweimal bremsen ist hier ungünstig, aber besser als gar nichts. Okay, es geht. Ich baue meinen Vorsprung auch nicht aus. Das heißt, ich bin noch nicht gut genug für schwer. Das ging, glaube ich, weiß ich nicht. Hier einfach ziehen. Und nochmal ziehen. Aber ich sehe schon, so dieses amateurhafte Fahren, wie ich es unter Total Immersion Racing gemacht habe, das geht hier überhaupt nicht. Also zumindest nicht, wenn man auf schwer spielt, so wie echte Männer. Also ich nicht, weil ich fahre hier gerade auf Mittel. Aber das geht überhaupt nicht, Alter. Verrückt. So. Hier kann man aber schön gerade durchfahren. Was läuft da denn jetzt gerade? Rock oder was? Ja, jetzt läuft ein Rock im Hintergrund. Okay. Naja, also zumindest Mittel gewinne ich ganz easy. Bin mal gespannt, was ich dann freischalte. Wahrscheinlich das neue Auto. Auch wenn ich dachte eigentlich, dass ich so einen schon hätte, aber scheinbar nicht. Tja, und Sieg. Finish! Finish! Yeah! You win! I win! Sehr schön. Oh, ich war nur eine Sekunde schneller. Boah, ein Mustang! Aber Standard-Rain. Ist beides scheiße. Wir sind jetzt Semi-Profi. Wunderbar. Dann machen wir gleich mal weiter. Was ist das? Das ist eine Sekundenjagd. Das war hier die erste. Ich versuch's mal auf schwer. Ich versuch's mal auf schwer. Ich will ja alle Dinge auf schwer irgendwann durchhaben. Das zählt für mich ja zu den 100%. Da muss ich's eh üben. Also von daher, ja. ...35 Sekunden auf einer unbekannten Strecke. Ja, ihr seid ja nett. Ich müsste mir die Streckennamen merken. Dann weiß ich, ob die Strecke schon bekannt ist oder nicht. Oh, fuck. Shit. So. Na, bis hierhin sammle ich wenigstens alle ein. Oh, shit. Du lenkst ja mal gar nicht, mein... Ach, das ist die Strecke, aber rückwärts, oder was? Oder nee, die ist vorwärts. Ich kann mich nur nicht mehr daran erinnern, weil ich sie erst einmal gefahren bin. Ah, das erklärt einiges. So, schauen wir mal, ob wir hier direkt auf schwer gewinnen. Das wäre natürlich praktisch, weil dann müssten wir es nie wieder fahren. So. Okay. Ja, den... Ganz ehrlich, dafür runter zu bremsen, wäre Verschwendung gewesen. Oh, die brauche ich alle. Oh ja, die habe ich alle. Sehr geil. Da habe ich auch nur einen verloren, also das war gut. Okay, den hätte ich mitnehmen können. Ja, man muss immer gucken, welche man erwischen kann. Und welche man eher nicht erwischen kann. Oh, shit. Shit. Das wird verdammt knapp. Aber wir schaffen es. Und wie knapp schon wieder, aber auf schwer geschafft. Sehr geil. Wunderbar. High Score und den Mustang haben wir auch bekommen. Sehr schön. Oh Gott, ey, mir graut das davor, wenn ich die alle auf schwer machen muss. So, das ist Verfolger. Verfolger hatten wir letztes Mal auf leicht. Deswegen geht das jetzt auf Mittel. Das weiß ich noch aus, wenn ich verfolge, das ist nicht ein cooles Ding. Aber das hatten wir bisher erst einmal. Daher machen wir die noch und dann... Boah, 70s, Alter. Heiß. So, da oben fährt der nächste los. Wir kriegen dich. Und 35 dürfen hier maximal fahren. Ja, halten wir uns dran. Halten wir uns dran. Knapp, aber wir halten uns dran. Alter, ey. Da geht ja echt nicht viel. Oh oh, ich muss ihn vor mir fahren lassen.
Extension. Time Extension, sehr gut. Sowas kann ich sehr gut gebrauchen. Auch wenn dieses Auto hier halt ungefähr mal gar nichts auf die Reihe kriegt. Boah, übel. Alter, bau doch endlich mal ab, ey. Den interessiert das hier gar nicht. Aber jetzt hat sie ihn voll weggebasht, oder was? Ist das euer Ernst? Aber die Strecke hier gefällt mir. Die kann man saugut fahren. Time Extension. Yeah, Time Extension. Und Vollgas! Ich krieg dich auch noch! Also Mittel ist von der Schwierigkeit her echt schaffbar, aber ab Schwer wird's echt so ein bisschen knifflig. Okay, aber der ist jetzt auch böse gespawnt, einfach nur, weil ich hier halt bremsen muss. Das ist halt kacke und dieses Auto beschleunigt ungefähr gar nicht. Boah, ey, Junge, zieh doch mal. Mal ernsthaft. Zieh! Und gewonnen. Sehr schön. Sehr schön. Jawohl, Fahrer Stroh, wir haben hier alles geschafft und kriegen den Ford Mustang. Sehr schön. Das ist ein Fahrkönnen. Fahrkönnen kenne ich noch gar nicht. Hatten wir das schon? Okay, wir hatten es einmal, also spielen wir das jetzt auf Mittel. Oh, das war das mit diesem bösen... Oh, 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 oh. Das war böse. Oh Gott. Das wird schwer. Wir versuchen es noch einmal. Und dann beende ich die Folge. Was ist unser Ziel? Müssen wir alle Tore treffen, oder was? Nee, oder? Ich weiß nicht, was unser Ziel ist. Daher kann ich da jetzt nicht sonderlich viel sagen. Dachte, der Modus wäre gleich, aber scheinbar geht es hier darum, eine gewisse Zahl an Toren zu treffen und in der Zeit zu sein. Nee, hä? Das Zeitlimit haben wir immer noch. Oh, fuck, den kriege ich nicht mehr. Ja, da kann man aber nichts machen. So Dinger darf man auf keinen Fall versuchen zu nehmen. Eine Sekunde plus ist zu wenig, um dann noch hier anzukommen, die Tore doch noch mitzunehmen. Okay. Ja, den habe ich gar nicht gekriegt. Aber das ist wie gesagt, da muss man einfach gucken, dass man hier wirklich die 100% alle Tore so gut wie unmöglich. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Da habe ich mich verbremst. Beziehungsweise das heißt, ich habe mich verbremst. Ich kenne die Strecke gar nicht. Verbremsen ist hier ziemlich einfach. Oh nein, ey, ich habe keine Chance. Ich verliere das. Da war es Ziel gewesen, oder was? Alter, wie schwer ist das denn? Wie schwer ist das denn? Das ist Mittel. Das muss ich auch schwer machen? Euer Ernst? Ey, Alter, was? Ich weiß, dass ich keine Chance habe. Ich versuche es trotzdem nochmal. Ey, das ist ja mal böse. Und das ist nur Mittel. Das ist nur Mittel. Ja, scheiße. Ja, leck du mich doch auch. Alter, ist das böse. Warum zählt das nicht? Ich bin doch mittendurch und hab nichts berührt. Ernsthaft? Seriously? Na, super. Der zählt auch nicht. Ah, fuck, ey. Was?
Alles klar. Der hat nicht gezählt. Ich so mitten durch die Mitte, hab's nur gestreift und dann der so... Oh nein. Das ist sowas von verloren. Geh nach links. Geh nach rechts. Oh, fuck it. Das geht eh schief, daher... Ja, verloren. Ich verstehe schon. Ich versuche es auch. Alter, ist das schwer. Let's race. Alter, was? Keine Chance, ey. Fahren können ist echt böse. Machen wir es erstmal auf leicht. Wie gesagt, wir versuchen uns da nach und nach zu steigern. Oh, ein Rock läuft. Und hier haben wir einfach 20 Sekunden mehr. Das ist alles. Okay. Das heißt, auch schwer haben wir dann sowas wie 40 Sekunden oder so. Keine Chance. Keine Chance, die Karre ist zu träge, um da irgendwas zu schaffen. So. Das Schöne ist, ich muss jetzt nicht mehr so viel reden, weil wir haben ja eh ganz lustige Musik im Hintergrund. So. Ich meine, da singt sogar einer. Hat das jetzt als durchgezählt oder? Ja, den habe ich mitgenommen. Der war mir zu. Der ist zu beschissen. Aber ich fürchte echt, dass Fahrerkönnen mich noch ziemlich häufig, ziemlich lange trollen wird. Nein! Da hör doch auf zu rutschen! Dafür nimmst du die beiden jetzt mal mit. Ich will aber nicht! Ja, schön für dich. Also wenn ich jetzt noch auf leicht scheitere, dann schäme ich mich aber. Das zählt nicht! Ach, jetzt hör mir doch auf, ey! Ist in Ordnung. Ich nehme sie jetzt alle mit, weil ich so lustig bin. Oh Gott. Oh Gott, ist das schwer. Okay, wir haben jetzt den Challenge-Thema-Pokal gewonnen. Filmstars. Whatever. Jedenfalls würde ich mal sagen, falls euch die Folge gefallen hat, würde mich über Like und Kommentar freuen. Das ist die Hölle. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Ford Racing 2. Bis dahin, Servus.